Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Es ist Spätherbst in Walden im Jahr 15. Ich denke, bevor wir jetzt wirklich mit den konkreten Planungen hier für diese Eselsgeschichten anfangen, werden wir natürlich erstmal diese Fischfarmen auch noch zu Ende bauen, das ist ganz klar. Außerdem ist das Haus auch noch nicht fertig, das dauert auch noch seine Zeit. Ist also alles noch ein bisschen zu tun. Wir brauchen aber zukünftig auf jeden Fall noch mehr Steine, deswegen werden wir, glaube ich, beim Lehm mal runtergehen und beim Stein nochmal hochgehen. Okay, soweit, so gut erstmal. So. Und ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich ein bisschen Probleme bekommen mit dem Mehl. Also merke, 4 Bäckereien sind für eine Mühle zu viel. Also eine Mühle kann mahlen für 3 Bäckereien. Den Eindruck habe ich zumindest. Das kommt gut hin. Aber jetzt natürlich für diese eine zusätzliche noch eine Mühle aufbauen. Nee, das ist auch nicht die Lösung. Mal gucken, wenn wir uns noch weiter vergrößern, dann vielleicht. Okay, wie sieht es jetzt aus hier mit dem Haus? Wie weit seid ihr? Ihr seid immerhin schon, habt ihr alles Material dort. Das ist erfreulich. Sehr schön. Okay. Dann habe ich nochmal über ein paar Sachen nachgedacht. Also, warum sind beim letzten Mal hier Leute verhungert? Das liegt daran, jetzt ist mir das inzwischen klar, dass hier kein Gemüse mehr liegt. Hier liegen nur 3 Gemüse, während hier das ganze Gemüse liegt. 2300. Das heißt, und alles, was hier lag, ist gesperrt. Fleisch, Eier, das Obst nicht, aber trotzdem der Rest. Und das war natürlich das Problem. Das war dann zu weit, um sich das zu holen, und das verursachte dann offenbar den Hungertod. Ja, und insofern hoffe ich, dass tatsächlich mit den Karawanen dann wird, ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, dass wir dann halt hier diese Scheunen als Ziel angeben können und dann halt für einen Ausgleich sorgen können, dass zum Beispiel dann hier deutlich mehr Gemüse ist, dass es so zu so etwas nicht mehr kommt. Das Zweite, worüber ich mir klar geworden bin, warum diese Sachen aufgetreten sind, dass hier ich andere Sachen eingestellt habe, als dann tatsächlich gewachsen sind. Das kommt deshalb, schaut mal hier, sind ja jetzt zum Beispiel noch Kartoffeln drin, weil die jetzt schon eingepflanzt wurden in der letzten Saison. Und deshalb, glaube ich, könnte ich jetzt hier nicht mehr umstellen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ob das der Grund ist. Müssen wir mal drauf achten, bevor es das nächste Mal losgeht, wie wir das da am besten machen. Gut. So, wie kommt ihr jetzt hier voran? Aha, jetzt beginnt hier der Ausbau. Oder ist schon fast abgeschlossen. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder aufpassen, dass wir dann hier wieder blockieren, wenn das fertig ist. Jawohl. Da haben wir es. Mhm. Voll belegt, sehr schön. So, 6 Kinder, 49 Erwachsene, 55, 63 Wohnplätze. Jetzt frage ich mich, haben die hier irgendwie diese 4 mit reingerechnet? Wenn ich die jetzt reduziere, schaut mal, dann haben wir nur 59 Wohnplätze. Das war eine kleine Verfälschung der Statistik. Also an guten Wohnplätzen haben wir noch 4 frei. Manche Babys werden das schon erwartet, dann ist das auch schon reserviert. So, hier wird jetzt Material für den letzten Brückenabschnitt gebracht und gleich gebaut. Das ist erfreulich. Aber dauert wohl noch ein bisschen. Okay. Und ich denke, das nächste Baby ist geboren worden. Sehr schön. Ich denke, wir sollten hier nochmal schauen nach mehr Erz irgendwo. Vermutlich nochmal weiter. Sehr gut. Im Norden. Ich hoffe, unsere Leute erfrieren nicht auf dem Weg dorthin oder gar auf dem Rückweg. Gut, jetzt ist das hier das große Ding. Wie lange dauert es? Beziehungsweise geht das alles gut? Jetzt werden sie ja, denke ich mal, erstmal das abbauen und dann müssen wir es neu bauen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kostet das nicht allzu viele Reserven. Also allzu viele Baumaterialien, das ist, glaube ich, in Ordnung.
Ah, ich sehe gerade, wir haben keinen Honig mehr. Das heißt, wir müssen hier umstellen. Von Honigkuchen würde ich mal sagen auf, was haben wir am meisten? Fisch. Fischauflauf. Halt. Ja. Eier sind auch ausreichend da. Ich tendiere fast dazu, die Eier mal freizugeben. Weil es im Moment relativ knapp ist mit dem Essen. So entlasten wir da vielleicht ein bisschen was. Da kommt er mal kurz, hämmert einmal und geht wieder weg. Das ist auch so eine Sache. So, warte mal, sehe ich gerade, dass das hier abgerissen wurde? Ohne, dass das fertig gebaut ist? Wie geht das denn bitte? Da seid ihr schon hingekommen jetzt. Ja, dann macht das mal jetzt fertig. Aha. Baut Ressourcen ab. Hallo? Könnt ihr mal da arbeiten? Oder soll das so sein? Soll das so unvollendet bleiben? Nee, da kommt ein Arbeiter. Dann können wir uns eigentlich schon mit dem Neubau hier befassen. Das müsste ja jetzt ganz genau passen. So, kommt. Zack. Vielleicht kannst du ja da schon was machen. Ah, nee, da müssen ja wieder erstmal Ressourcen rein. 150 Holz, 10 Erz, 50 Lehm. Naja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich frage mich, ob wir vielleicht den Winter einfach schon mal nutzen können, um jetzt hier das neue... die neuen Anbausachen zu disponieren. Ich würde mal sagen, hier lassen wir einfach Hafer, um das Problem zu klären. Mit zwei Leuten. Hier würde ich aber gerne jetzt zum Beispiel Mais anpflanzen. Geht das jetzt? Ja, und da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Das springt jetzt hier nicht um. Normalerweise müsste das umspringen. Kann sein, dass das dadurch nicht geht. Wir testen das mal hier. Wenn ich jetzt Gras auf Mais ändere. Ach, Mais ist ein Getreide. Ach so. Ah, alles klar. Mais gilt hier als Getreide und kann zum Mehl dann verarbeitet werden. Okay. Da haben wir auch wieder was gelernt. Dann scheint das ja doch so zu funktionieren. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir Gras? Nee, brauchen wir nicht. Flachs brauchen wir eigentlich auch nicht. Hm. Dann machen wir mal wieder ordentlich Kartoffeln. Hier den Mais. Mit später mal zwei Leuten. Also einmal Hafer muss unbedingt sein. Aber das reicht dann auch. Okay. Hier die Kartoffeln. Da sind schon Kartoffeln. Das ist gut. Ja, machen wir hier die ganze Linie Kartoffel durch. Und einmal Gras. Ah, wir brauchen im Moment gar kein Heu. Nee, wir haben Gemüsemangel. Deswegen überall, wo es geht, Kartoffeln. So, hier können wir schon mal die zwei einstellen. Dann kann das nachher im Frühjahr richtig zügig losgehen. Okay. Mal gucken. Ich bin mal aber auf jeden Fall gespannt, wie der Mais aussehen wird. Und ich hoffe ja, dass wir dann bei der nächsten Expedition irgendwas anderes bekommen. Ja, natürlich sicher bekommen wir was anderes. Mais haben wir jetzt schon. Aber irgendwas, was wir destillieren können. Aber Mais könnte man wahrscheinlich auch destillieren. Mais-Schnaps oder sowas. Aber wer will das schon trinken? So, sie sind immer noch dabei, hier die Ressourcen heranzutragen. Noch geht's nicht los. Ja, jetzt haben wir allerdings Erzmangel. Dann verändern wir mal das hier in diese Richtung. Okay.
Ja, wo packen wir eigentlich diese Eselssachen hin? Also darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also ich würde ja gerne hier noch so einen, also hier so in diese Richtung mich weiterentwickeln. Das heißt, hier würde ich, glaube ich, diesen Karawanenstall hinbauen und auf diese Seite hier gegenüber den Hühnern könnte ich mir vorstellen, können wir diesen Eselhof hinbauen. Und vermutlich sollte man den zuerst entwickeln, damit sich dort vielleicht schon Esel fortpflanzen können. Das wäre so der Plan. Und da wir sowieso jetzt nur das bauen. Na, warte mal ab. Nee, wir warten doch mal den Bau lieber ab. Wer weiß, was sich daraus noch ergibt oder ob das überhaupt so funktioniert. Oh, wird hier schon gebaut? Tatsächlich. Das ist sehr gut, Leute. Wir haben Winterende, auch das ist nett. Und wir haben massiven. Oh, die Eier müssen wir sperren. Es geht aber jetzt richtig runter hier. Ein bisschen Honig haben wir noch. Aber das reicht nicht. Milch ist natürlich auch noch eine feine Sache. Also, ich hoffe ja, wie gesagt, auf irgendwas Zeug, wo wir Alkohol draus machen können. Und danach wären wir auf jeden Fall, Kind während der Geburt gestorben, schade. Wären wir auf jeden Fall dann nach Tieren Ausschau halten, damit wir eine ordentliche Viehwirtschaft dann hier aufbauen können. Und Milch bekommen. Damit können wir dann, glaube ich, noch andere Sachen backen, oder? Milch ist möglicherweise auch einfach nur so ein Konsumprodukt. So, das sieht ja jetzt schon gut aus. Aber es dauert noch ein bisschen. Noch ist es nicht so weit. Aber das warten wir auf jeden Fall nochmal ab. Okay, und wir haben nur noch 1000 Gemüse. Das wird wirklich, und der Frühlingsbeginn, der lässt auf sich warten. Also zumindest die entsprechenden Temperaturen. Noch liegt der Schnee. Ein langer Winter dieses Jahr. Nicht gut für unseren Mais, der so eine lange Anbauperiode hat. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was der Vorteil davon ist. Kommt denn hier, kriegt man mehr runter vielleicht von so einem Feld? Ja, das könnte sein. Stimmt, 1100. Wir haben doch das letzte Mal nur 600 oder 700 geerntet. Das ist vermutlich der Vorteil. Dass auf gleicher Fläche bei längerer Wachstumsperiode mehr Getreide dann da rauskommt. Könnte ich mir vorstellen. Oh Leute, das ist fertig. Hervorragend. Und was sehe ich? Wir brauchen da nur eine Person. Warte mal, die Fischer ziehen wir mal alle ab. Sehe ich das richtig? Das ist ja krass. Wow, das scheint ja besonders effektiv zu sein. Wisst ihr was? Dann bauen wir direkt noch eine. Vielleicht könnte das unsere gesamten Fischprobleme lösen. Haben wir Fischprobleme? Na, würde ich mal nicht sagen. Aber wenn das so effektiv ist, ist das natürlich der Hammer. So, und man sieht hier nicht genau, wo man es bauen muss. Aber ich würde mal sagen, so. Bauen wir das nochmal. Sehr cool. Und das Ding kann dann abgerissen werden. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, aber die Temperaturen trotz. Wir haben Frühling und es ist immer noch minus 3 Grad. Ey, das ist so frustrierend. Jetzt wird es langsam wärmer, habe ich das Gefühl. Schaut mal, hier kann man auch ganz nett reingucken. Minus 2 Grad. Oh, das wird kein gutes Jahr für Mais werden. Der kann erst ab 5 Grad, glaube ich, was werden. Lehmstecher Hefe stapelt bei einem Unfall. Ja, da kann man nichts gegen tun. Das sind so Arbeitsunfälle in den Minen. Da ist das Leben gefährlich, in den Minen. So, jetzt haben wir immer 0 Grad. Jetzt kann es losgehen. Jetzt müssen wir wieder ein paar Veränderungen durchführen. Also, wir nehmen sie alle aus den Minen raus. Warum habe ich nur 12? Eigentlich müsste ich. Achso, weil ich das pausiert habe, zeigt er mir das nicht an, ne? Eigentlich brauchen wir 16. Ja, genau. So, und alle 16 kommen jetzt hier erstmal zu den Bauern. Und was haben wir noch so für Möglichkeiten?
Oh, wir haben nur noch 12 Mehl. Also es ist echt so, dass wir, glaube ich, jetzt eine Bäckerei stilllegen müssen. Und vermutlich werden wir jetzt erstmal die stilllegen, weil wir sowieso wenig Gemüse haben. Das geht dann jetzt einfach mal nicht. Und wir werden dann diese beiden zu den Bienen schicken. Ja, können wir noch irgendwas wegnehmen? Hier der Schmelzer, ja, der braucht jetzt nicht hier weiterarbeiten. Der kommt zum Obst. Okay. So weit, so gut erstmal. Die Felder, drei Leute sind aber immer noch untätig, arbeitslos. Welche drei sind das? Ach so, hier die Fischer. Oh ja, da haben wir ja noch ein bisschen Überfluss. Was machen wir denn mit denen? Die könnten sammeln, das wäre auch mal eine Möglichkeit wieder. Vielleicht für diese Übergangszeit können wir ein, zwei Leute sammeln. Das ist vielleicht ganz gut. Und wir können noch mal nach Erzen schauen. Haben wir da noch gefunden, 61. Okay. So, plus 1 Grad, meine Herren. Ja, und hier geht es noch nicht los, weil hier der Mais eben plus 5 Grad verbraucht, braucht als Bedingung. Und auch die Bienen sind noch nicht so weit, aber gut. Das wird schon. Oh, und wir brauchen unbedingt auch wieder einen Schneider. 8 Kleidung ist definitiv zu wenig. Während die Werkzeuge, das ist alles gut. Der Schmied, der kann erstmal wieder aufhören. Das ist okay. Also, man verbraucht relativ wenig Kohle, wie ich finde. Das ist übrigens auch noch was, was wir angehen sollten, nämlich diese neue Möglichkeit, hier Stahl zu produzieren. Dazu brauchen wir. Wie kriegt man einen Akademiker? Ach so, da brauchen wir einen Bergfried. Ja, das ist überhaupt so noch unser Ziel. Ursprünglich hatte ich ja überlegt, dass ich das hier hinten irgendwie auf dem Berg baue, weil das der höchste Berg hier ist. Aber ich weiß nicht so recht, es würde irgendwie besser zur Dorfentwicklung passen, wenn das hier hinkäme. Und vielleicht sich hier so am leichten Hang hier noch so ein bisschen das Dorf hinzieht. Oder man macht es hier hin. Hier ist so ein, ja, das wäre auch ganz gut. Hier ist so ein Felsabbruch. Ihr seht es. So ist wie eine kleine. So ein kleiner Steilhang könnte man auch hier hin machen, wäre auch eine Möglichkeit. Wobei über dem Meer thronend gerade diese Halbinsel ausnutzen, das wäre schon was Feines. Gut, Leute, ich würde mal sagen, zum Abschluss dieser Staffel machen wir es uns nochmal gemütlich und nehmen mal einen, der hier vielleicht nicht so viel zu tun hat, wer auch immer das ist, der Jäger. Den können wir doch mal kurz übernehmen. Und dann schauen wir uns doch mal die Entwicklung hier des Ortes ein bisschen an. Blicken wir mal hier runter. Wir sehen die Mühle sich drehen. Wir sehen die Hühner in großer Zahl in Zeitlupe hier herum gehen, picken. Wir gehen mal hier lang an den Bienen vorbei. Wir können uns auch mal so ein neues Haus, ich weiß gar nicht, ob wir uns das schon mal genau angeguckt haben, anschauen. Okay. Und hier geht es vermutlich noch hoch, aber das sehen wir nicht so richtig. Schade drum. So, die Kirche. Ich gucke mal, ob inzwischen da irgendjemand mal begraben liegt. Aber auch das sieht nicht so aus. Keine Blumen hier unter den Gräbern. Also, es gab übrigens einige Hinweise, die gesagt haben, bau doch hinter die Kirche den Friedhof. Das will ich auch machen, aber ich will das eigentlich nur machen, wenn es auch wirklich einen Bedarf gibt. Und im Moment, ich weiß nicht, bei uns sterben die Leute nicht, oder? Sie werden sofort an Spontanentzündungen sterben sie, oder sie werden dann sofort verbrannt. Warum ist das hier so neblig? Dieser Dorfplatz sieht aber auch inzwischen schon ganz schön lustig aus. Naturnah nennen wir ihn mal. Dieses Gebäude haben wir uns noch gar nicht genauer angeguckt. Hier kommt man leider auch nicht hoch. Hier nur so ein bisschen rein. Okay.
Tja, und alle warten wieder sehnsüchtig auf die Expedition. Auf ihre lieben Mitmenschen, die da hoffentlich nach Hause zurückkehren werden, heil. Und die Herberge, genau, die müssen wir uns auch nochmal neu angucken. Die kennen wir auch noch nicht. Aus der Nähe. Auch ich finde, die hat hier einen ganz, ganz schönen, unauffälligen Stand bekommen. Ich meinte, das ist halt so ein Ding, da steht jetzt ganz hier leer, da sind so Spinnenweben, da hängen so alte Lumpen raus. Und wenn da mal Not ist, dann zieht man da ein. Das Gemeinschaftshaus des Dorfes. Ist doch nett. Hier ist der Ofen. Aber die Treppe ist wieder nicht so richtig sichtbar. Na gut. Okay, Leute, gibt es irgendwo noch einen schönen Blick? Hier haben wir die Mine. Hier oben ist ein Wolf. Hier ist der Förster. Es ist jetzt dunkel geworden. Nee, von hier haben wir keinen schönen Blick. Aber vielleicht hier vom gegenüberliegenden Ufer. Oh ja, das ist ganz nett. Hier ist noch so ein kleines Eiland. Eine Sandbank ist das. Komme ich da hin? Ach, ich darf nicht ins Wasser gehen. Oh, das ist schade. Na gut. Oder? Ich habe mich hier... Verdammt, ich komme nicht mehr weg. Doch. Ja, guck mal. Das ist doch ein ganz netter Blick. Okay, mit diesen Bildern beende ich die Staffel. Und das nächste Mal ist also das große Thema weiterer Ausbau des Dorfes, vor allem Kennenlernen der Karawan, der Esel. Vielleicht bekommen wir dann auch mal Zeug, dass wir ein Gasthaus bauen können. Also das könnten wir sowieso das nächste Mal vielleicht mal angehen. Dann sehen wir nämlich, was ein Gasthaus braucht. Vielleicht spinne ich ja total rum mit diesen alkoholischen Getränken. Ich stelle es mir einfach nur so vor. Ja, und dann, was ist noch Thema? Wir müssen auf jeden Fall dann irgendwie nochmal eine Viehwirtschaft hinkriegen. Und dann würde ich sagen, wollen wir diesen Ausbau vorantreiben, dort hinten. Ja, und dann kann man langsam darüber nachdenken, wie wir das gestalten da oben mit dieser Burg und dem Bergfried. Das ist so ein bisschen das Ziel, würde ich mal sagen, dieses Let's Plays. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir einen schönen Punkt, glaube ich, erreicht. Okay, also bis dahin ist aber noch ein ganzes Stück Weg. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwald.